Milchbart, sprach
hustend der König ihm an. Wir vergessen, was war. Bist du der Mann, dem das Untier im Kampf wird erliegen? Dann sollst du mein einziges Töchterlein kriegen. Der Schütze erwidert. Das ist doch kein Lohn. Bin Portweintrinker, kein Schwiegersohn. Die Prinzessin behaltet für andere Zwecke. Ich bringe das Biest auch so um die Ecke. Der König. Das ist dein Befehl. Du hast sie zu nehmen. Sonst ab ins Gefängnis. Du solltest dich schämen. Sie ist meine Tochter. Der Schütze erwidert. Und wenn du mich totschlägst, ich nehme sie nicht. Sie stritten und jeder zog kräftig vom Leder. Inzwischen hatte der schreckliche Eber viel Frauen und Hühner zu sich genommen und war schon sehr nah ans Schloss gekommen. Nichts zu machen. Der Schütze bekam seinen Wein, legte das Biest um und kehrte heim. Er blamierte König und Tochter mit größtem Genuss. Der verstoßene Bürger mit dem besten Schuss. Die Geschichte hat uns schon von vielen wilden Männern erzählt. Sie kennen sicher auch Achilles, diesen kühnen Recken. Achilles saß vor einem Stein mit Meißel und mit Hammer und murmelte: Mir fällt nichts ein, kein einziger Vers. Oh Jammer! Sein Sehnen war so voller Grauen. Laut rief er, ja, ich will es mit Meißel in die Steine hauen. Ich sehne mich. Achilles. Es wurde nicht. Es kamen Tränen. Achilles verste kein Gedicht. Und seitdem gibt's Achilles Sehnen. Achilles Verse gibt es nicht.
Ein Gedicht von Michael Ende in drei Akten. Erster Akt. Einst war ein finsterer Felsenturm bewohnt von einem Drachenwurm. Der spuckte Feuer hin und vor, war voller Stachel und voll Zorn. Doch eines Tages kam zu Besuch Professor Hicks mit einem Buch. Er forschte vorn und forschte hin, furchtlos wie solche Leute sind. Er maß das Tier voll Wissensdrang. Mit Schwanz war's 30 Meter lang. Das undankbare Scheusal fraß den Forscher samt dem Metermaß. Zur Reue war es keinen Grund. Es war voll Bosheit, doch gesund. Jedoch das Buch war unverdaulich. Dem Drachen wurde grimm und graulich. Drum spuckte er aus seinem Bauch das Buch und den Gelehrten auf. Der Forscher, ohne Abschiedswort, nahm seine Brille und ging fort. Buch ließ er zurück. Sei's aus Zerstreutheit, sei's aus Tücke. Der Drache fing zu lesen an. Das hätte er besser nicht getan. Denn kaum hat er ins Buch geguckt, da las er schwarz auf weiß gedruckt, dass jeder Wurm, der Feuer speit, ganz einwandfrei ein Lindwurm sei. Der Drache schrie vor Zorn fast blind. Ich bin nicht Lind! Ich bin nicht Lind! Das Buch zerriss er kurz und klein. Er wollte halt kein Lindwurm sein. Und zum Beweise seines Grimmes tat er den ganzen Tag nur Schlimmes. Was er auch tat, der Wurm blieb blind. Da weint er schließlich wie ein Kind. Von nun an ging er nie mehr aus und lag mit Kopfweh krank zu Hause. Thank you.
Zweiter Akt. Auf einer Wiese voller Pflanzen übt sich ein Kohlweißling im Tanzen. Er war empfindsam und bescheiden, vor allem Lärm konnte er nicht leiden. Ihn störte das Verkehrsgetöse der nahen Straße und machte ihn richtig böse. Drum suchte er in des Waldes Gründen die Ruhe, die er liebt, zu finden. Kaum war er dort, kam eine Hummel des Wegs daher mit viel Gebrummel. Der Kohlweißling rief: Unerhört! Auch hier wird man durch Lärm gestört! Die Hummel brummte: Dummes Ding! Du heißt ja sogar Schmetterling! Der Kohlweiß ward vor Schreck kohlweiß. Wie furchtbar, dass ich Schmetter heiß. Von nun an tanzte er nie mehr, ging nur auf Zehen noch umher. Doch der Erfolg war sehr gering. Er war und blieb ein Schmetterling. Verzweifelt rang er seine Beine, zog sich zurück und haust alleine. Als Eremit in einer Wüste, wo er für sein Geschmetter büßte. Dritter Akt. Doch eines Tages kam eine Schlange vorbei im Zickzack-Schlendergange. Sie sprach: Es ist direkt zum Lachen. Ich kenne nämlich einen Drachen, der grämt sich, weil er Lindwurm heißt. Tja, ja, so ist das Leben meist. Drauf zwinkert sie mit List im Blicke und zog vorbei im Zack und Zicke. Schmetterling bedachte lange die klugen Worte jener Schlange. Er grübelt 14 Tage fleißig. Da
Dann schließlich rief er, ha, jetzt weiß ich. Er packte etwas Proviant und reiste lange über Land, bis er, wenngleich auch höchst beklommen, zu jenem Drachenwurm gekommen. Am Boden lagen bleiche Knochen. Der Wandersmann wagt kaum zu pochen. Doch schließlich trat er in den Turm. Im Bett lag krank der Drachenwurm und fing sogleich zu jammern an. Der Schmetterling jedoch begann. Ich hab gehört, was Ihnen fehlt. Wie wär's, wenn wir, was jeden quält, ganz einfach tauschten miteinander? Ich werde Schmetterling genannt. Der Lindwurm, der verstand erst nicht. Doch dann verklärt sich sein Gesicht. Und als er es schließlich verstand, da schüttelt er dem Gast die Hand. Ganz überaus behutsam freilich. Er holt Papier und Tinte eilig. Der Tausch ward schriftlich festgelegt. Gemacht! Rief jeder tief bewegt. Und Arm in Arm verließ den Turm. Ein Lindling und ein Schmetterwurm.